Ja, Freunde, ihr habt richtig gelesen. Der Abriss naht, der Winterschelter, es ist vorbei. Die Ära des Shelters ist vorbei. So, aber es kommt ja immer was Neues, wenn was Altes geht. Und ja, warum wir das Ding abreißen, ich zeig's euch. Kommt mit. So, jetzt könnt ihr hier schon sehen. Hier ist was eingestürzt. Da wachsen schon die ersten Bäume wieder drauf auf dem Laub. Und zwar ist mir hier das eine Holz ist hier unten rein. Also es ist nicht zusammengebrochen, es hat mal ziemlich lange geregnet, eine Zeit lang. Und da ist mir die Erde hier unten aufgeweicht auf der einen Seite. So, jetzt sieht man natürlich nicht viel. Ja, gut, okay. Aber ich. Und hier ist mir der Balken reingekommen. Hat praktisch die Erde unten aufgelöst. Also hier auf der Seite unten hat es geregnet ganz viel und dann hat sich hier die Erde ein bisschen gelockert und dann ist der unten so rein, zack, und hängt jetzt so in der Luft. Tja, und jetzt machen wir was Neues. Schön war's. So, erstmal Werkzeug holen. So, und los geht's. So, live sieht es irgendwie größer aus. Ich weiß gar nicht, ob man das euch so vermitteln kann. Es ist doch recht tief. Vorne ist der Eingang. Krass. Jetzt zeige ich euch noch mal ganz kurz, warum die ganze Geschichte hier eingestürzt ist. Jetzt kann man sie nämlich sehen. So, das hier, der hier in der Luft hängt, ist einer von den vier Balken, die das Viererzelt ergeben. Und der stak hier an der Ecke und ist hier reingerutscht, als die ganze Erde aufgeweicht war. Jo, so sieht's aus. Thank you.
Servus Reini. Ja, weil ich gesehen habe, dass Österreich anruft. Das kann nur der Reini sein. Oder irgendeine schweinische Nummer. Alles klar. Ja, gerne, gerne. Gerne. Ich habe gerade mit dem Reini Rossmann telefoniert. Ich wünsche dir alles Gute, Reini. Bis bald. Da dreht man ein Video, wie man die Hütte abreißt, da ruft der Reini an. So Freunde, das war's dann. Puh, ich werde jetzt noch die Schnüre auseinanderschneiden, alles auf den Haufen legen, das ist jede Menge Holz, Wahnsinn. Ey. Und das noch ein bisschen beräumen. So, was, jetzt haben wir eine große Grube und was machen wir damit? Wenn ihr eine Idee habt, schreibt es mal in die Kommentare. Mal gucken, vielleicht gibt es einen guten Einfall. Okay. Also, bis später. Ciao.